Willkommen, Freunde, und zwar im Teil 3. Und zwar der Apfel. Das ist das nächste Kapitel, was wir jetzt hier aufgemacht haben. Mal gucken, wo wir da hingehen oder hinkommen, was wir machen müssen. So, jetzt zeigt unser sechster Sinn quasi in die Richtung. Müssen wir hier irgendwie gucken, wie wir hier rauskommen. Hier geht's lang. Okay, dann können wir in die Richtung gehen. Oh. Wir kommen aber auch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ich dachte, wir können uns ducken. Kommen denn da lang? Keine Chance. Ich will hier nicht den Stecker ziehen. Ja komm, steh schon auf. Okay. Müsste der Spuk vorbei sein, ne? Ja. Weiß auch gar nicht, warum da jetzt auf einmal irgendwelche elektrischen Ströme sind. Ja, das geht auch wieder an, oder? Ja. Autonomous Locomotion Experiment 8 has failed. The adjustments I made were not enough. Regrettably, for now, they will have to use these chairs. Them. Quit stalling. Fix the damn door, or we'll kick it down. We will see what's in that basement, Mr. Bosch. Okay, jetzt müssen wir hier durch. Prima, dann kommen wir unserem Ziel immer näher. Freundliche Augen-App. Ne, super. Connecting to a live community user. You again, huh? Good, because this is way more interesting than texting with no one. What weirdness you got for me this time? This place keeps getting freakier and freakier. Okay, this is done. Child's chalkboard and really shaky thing in handwriting. A kid's attempt at making a list. It says, I miss Beatrice, I miss Carol, I miss Gertie, I miss Mr. Nash, and of course Mommy. That's it. They're two sad faces in the corner. Wie können wir nur die Tür öffnen, schließen? Was ist hier mit? Ne, hier können wir auch nichts machen. Hier können wir auch nur die Tür öffnen und schließen. Oh, die Tür ist jetzt auf. So, wenn ich das richtig sehe, ist das jetzt unten. Das heißt, wir müssen hier lang. Ah. Krass, die Hebel waren doch vorhin gar nicht da, oder? So, wenn ich jetzt gucke, wo das ist. Ist auf der Seite. Also wir müssen irgendwie nach oben. Müssen aber irgendwo auch wieder runter, ne? So, jetzt durch die Tür. Nee. Da müssen wir hin.
Nur hoffen wir mal hier lang gehen. Dass wir da irgendwie lang kommen. Tja. Hier können wir uns wieder verstecken, ne? Genau. Von hier aus lang? Ah ne, von da kommen wir doch gerade, ne? Ja. Da können wir doch nicht weiter. Weil durch diese blöde Tür hier nicht kommen. Ach doch, hier kommen wir doch lang. Ah, alles klar. Du hast ja doch gefunden. Oh. Alter, eine abgefahrene Puppe. Der ist nur eine richtige mechanische Puppe. Heftig. So, was haben wir? Ah, jetzt geht's hier nach oben. Nee. Doch gerade hier erst reingekommen. Wollen wir nicht gleich wieder nach oben rennen. Ich vermute mal, wir müssen hier sogar lang, ne? Connecting to a live community user. Are you at some sort of amusement park or escape room or something? This shit's unreal. Finden wir hier in der Ecke noch irgendwas? Wow. Papers just nee. Everywhere. A few old-timey photographs of girls. One of them has a shaved head. Kommen wir hier auch nicht mal raus. Ist ja super. Also, wir sind hier Ah, jetzt kommen wir wieder raus. Die Tür blockiert. Das heißt, wir müssen wieder einen Weg finden nach oben. Ist das jetzt hier ein Klavier? Das uns den Weg versperrt? Wir müssen irgendwo jetzt ein Treppenhaus finden. Oder besser gesagt, eine Treppe, wo wir hoch können. Hier kann man sich auch verstecken. So. Wir müssen da nach oben. Ah, hier ist die Treppe. Oh nee.
Eine kleine Polizeimarke haben wir gefunden. Das ist ja schön. Legen wir aber zurück. So. Hier geht's wieder zurück. Was ich ja bräuchte, wären ja theoretisch... Ah, hier ist eine Tür. Die ist aber zu. Müsste irgendwo den Hebel oder den Schalter finden. Dass ich das quasi ja deaktivieren kann, wenn ich die Treppe hochgehe. Okay, dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwie was finden. Ja. Untersuchen, aber wir können nichts mehr untersuchen. Wir müssen dahin, okay. Wo ist dieser Scheißhebel, den ich brauche? Ah, was ist denn hiermit? Nee, das haben wir schon gemacht. Können wir nichts machen. Den haben wir ja schon mal gezogen. Tür öffnen. Geht auch nicht. Also eine Tür habe ich schon mal gesehen, woanders. Nicht sogar hier? This door looks like it needs a key. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Gucken wir mal hier. Ich habe auf jeden Fall hier schon mal irgendwo noch so eine kleine Tür gesehen. Aber wir müssen auf jeden Fall irgendwo noch einen Hebel finden. So, durch die Tür durch. Ist auch eine Treppe. Ob wir von da aus lang können. Die ist zu, die Tür. Das ist so ärgerlich. Ah, wieder eine Bosch-Puppe gefunden. Zeigt auf jeden Fall, dass wir hier auch noch nicht waren.
nichts. Hier kommen wir nicht weiter. Ah, das kennen wir auch noch nicht. Delphi, text to speech. Pimbleton, you must first understand that Mr. Howe, my former and your current benefactor, is a scoundrel of the lowest order. The dullard sees commerce as an end rather than... Okay. So. Hier geht's ja runter. Hier ging es nicht weiter. Oh, hier waren wir auch noch nicht, oder? Das kommt mir auch sehr unbekannt vor. Ist jetzt vielleicht nicht so ums fürs Weiterkommen wichtig, aber vielleicht finden wir hier noch die zweite Puppe oder so. Nö. Auf jeden Fall Kerzen. Aber dieses Klopfen ist schon manchmal ein bisschen nervig, wenn man das die ganze Zeit macht. Aber man hat hier keine andere Möglichkeit. So, wir müssen auf jeden Fall runter. Bleibt uns nichts anderes übrig. Wir hier noch irgendwas? November 21st, 1892. I've tried everything to satisfy them. I give them friends, I give them hope. But they are afraid. I must now give them security. So I've repurposed some of my creations. To imagine them confined like they were caged, my heart cries out. I am their liberator. I feel no guilt. But they are not happy here yet. I will see to it that they want for nothing. One sugar cube or two? Oh, hier waren wir auch noch nicht. Sleepover and boys. Irgendwas machen? Nee. Gucken wir mal hier weiter, weil es kommt mir so vor, als wenn wir hier noch nicht so gewesen sind. Jetzt redet die Puppe die ganze Zeit.
Was ich komisch finde. Ach, da ist sie ja. Hab doch so eine Klappe schon mal gesehen, ne? Aber ich kann da nichts machen. Hier waren wir schon. Dann gehen wir mal hier lang. Die war zu, ne? Genau. Haben wir ja schon. Die Erinnerung haben wir schon ausgelöst. Die Frage ist, ob wir nicht irgendwie so eine kleine Puppe irgendwo hinschicken müssen. Was ist eigentlich mit der Tür? Die war zu, oder? Ja, die war zu. Irgendwo einen Hebel finden. So. Hier ist auch nochmal eine kleine Tür. Aber auch da können wir nichts machen. Hier waren wir auch schon drin. Den haben wir auch untersucht. Können wir auch nicht mehr. Hier hätte man sich nur verstecken können. Ich dachte schon, hier wäre ein Hebel. Tür ist zu. Hier ist auch noch eine Tür. Waren wir denn hier schon drin? Jetzt noch mal nach unten. So, den Hebel können wir kein zweites Mal mehr drücken. Okay, eine Violine. Tja, irgendwie kommen wir jetzt hier nicht weiter, kann das sein? Was ist hier für eine Tür? Ist zu. Ist der Tisch, den ich schon untersucht habe? Okay, wo wir nochmal lang können. Damit wir hier nichts übersehen, wir gehen hier nochmal lang. Ah, da geht's ja nach oben, da waren wir ja auch schon. Die Tür ist zu. Okay, da geht's nach unten, da waren wir auch schon. Okay.
Was übersehen wir denn hier? Das gibt's doch gar nicht. Hier haben wir doch auch schon alles durchsucht und angeguckt. Das haben wir auch abgespielt. Hier eigentlich schon drin. Ja, hier machen wir schon. Und die ganze Zeit immer links lang gegangen. Nee, rechts war nicht. Wir gehen jetzt mal hier nochmal lang. Das bringt uns hier irgendwie nicht weiter. Gehen wir mal hier lang. So, hier haben wir auch verschiedene mechanische Puppen. Vielleicht unsere Puppen hier hinsetzen oder so? Nee. Können wir uns nur verstecken. Hier ist eine Lampe. Oktober 28, ja, der quatscht ja immer dasselbe, wenn wir das anmachen. Tür öffnen. Mit die Tür können wir auch nicht öffnen. Ich dachte, das würde vielleicht die Tür öffnen und dass die Puppe dann verschwindet, aber die Uhr sieht auch seltsam aus, aber da passiert auch nichts. Tea time, sagt sie. Ah. Gucken, ob wir hier irgendwas übersehen haben. Hier ist ja ein Haufen Bücher. Hier konnten wir ja auch was fotografieren. Kommen wir hier durch? Nö. Hier ist auch nichts. Gehen wir hier lang. Oh, hier sind auch Generatoren und so. Die, haben wir die überhaupt schon mal gesehen? Ist auch eine kleine Tür, aber da können wir auch nichts machen. Ich wusste gar nicht, dass wir hier überhaupt schon mal drin waren. Oh, hier sind drei Hebel. Vier sogar. 1, 2, 3, 4. Können wir aber alle nicht drehen, drücken, oder? Nee. Oh.
Kommt das so vor, als wenn wir hier noch gar nicht waren? Können wir uns nur verstecken? Die Hebel können wir auch nicht betätigen. Oh, hier. Die haben wir auch noch nicht gesehen. I don't like the taste of that. Don't make me drink it. Oh, no, no, no. I don't like this one bit. Oh. Oh, der Kuckuck und der Esel, das ist ja schön. Oh. Alter, die schießt ja. Puppe, die schießt, leck mich an der Tasche. Aber wir haben das Ziel gefunden. Jetzt sind wir hier oben, mal kommen nicht rein, weil wieder irgendwas an oder aus ist. Also. Hauptsache, die schießt nicht schon wieder. Oh, bizarr hier, das ganze Spielzeug. Oh, hier waren wir auch noch nicht. No, 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 not kids. Müssten wir... Oh, nee. Alter, ich werde hier von der Puppe erschossen. Wenn ich die Alte wäre, dann hätte ich die Puppe irgendwie sonst wohin geschossen. So. Aua! Auf zu schießen! So, jetzt sind wir aber durch, oder? Müssen wir wieder nach unten. Ah, jetzt kommen wir da nicht lang. Oh, ist das zum Kotzen.
Ja, hier geht's nach draußen. Gucken, ob wir hier irgendwie runter können oder so. Ah, da hinten ist der Baum schon wieder. Was können wir denn hier draußen machen? Schöne Aussicht, dass wir den Baum sehen, ist ja toll. Aber was bringt uns das? Jetzt brauchen wir einen Strom. So, da ist die Puppe. Wie gesagt, wenn es nach mir geht, hätte ich die da runtergetreten. Wäre Ruhe gewesen. So, ist hier jetzt wieder was? Und auch hier irgendwo. Strom an- und ausgemacht, ne? Oh, der eine Kasten liegt jetzt hier brach. Da ist auch noch ein Zettel. Mit Delphi-Scan. Delphi, text to speech. So. Alter, ich würde der so gerne eine geben. Ist da noch so ein Kreuz hier was? Wir kommen da aber nicht runter, weil wir müssen hier irgendwo da noch so einen blöden Schalter auslösen. Wo haben wir den denn gefunden, den Schalter? Wahrscheinlich hier irgendwo sein. Hier waren wir doch schon drin, ne? Hier haben wir ja nichts mehr gefunden. Also wir mussten vorhin einen einzigen Schalter umlegen. Obwohl, das sieht schon wieder ein bisschen anders aus, oder? Wow. So, wenn da nichts ist an Schalter, dann können wir ja nur hier lang. Aua. Jetzt hier die Tür aufgegangen. Oder? Jo, jetzt können wir hier lang. Alter Schwede, ey, das war mal ein Krampf.
Mann, Mann, Mann. Hui, hier geht's rein. Ach, hier geht's noch unten. Ja, schießt da noch unten. Please, for your own safety, go back upstairs. Chucky, die Mörderpuppe. Oh, hier brauchen wir einen Code, den wir nicht haben. Oder können wir den letzten nehmen? War das, ne? Wir brauchen einen anderen. Okay. Nice artwork here. It's kind of, I don't know, apocalyptic. It's got four horsemen. Let me know if you need anything else. So, wir fotografieren das alles ab, das ist ja schön. It's really romantic. Very extravagant. I think they're doing the tango. Talk later. High five anyone? It's a hand with all the fingers split. Young man. It's a couple courting, but there's a chaperone. Bummer. Three's a crowd, man. Bye. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die vier Kombinationen irgendwie abfotografiert. Hoffe ich doch. Messages. Phone. Messages. Phone. Messages. Michael. Hey there, unknown. Hey Cassie. This is your big brother. Evan, Cassie, I decided to do some Charles. Hey. Messages. Phone. So, aber somebody ist wieder hier, aber was war das? Horseman. Horseman. Sagst du Horseman? Tango. Ach, alles klar. Horseman. Horseman ist mit W, ne? Tango. Fingers. Crowd. Crowd. Okay, dann schnappen wir uns mal einen Stift, würde ich sagen. So, gucken wir noch mal. Horseman. Horseman. So. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. So, W müsste... Warte mal, wir haben 26 Buchstaben im Alphabet. Z ist der letzte. Dann ist W, X, Y, S, D, U, V, W, X, Y, Z. 26, 5, 4, 3. Dann müsste das der 23. sein. Das macht doch keinen Sinn. Horseman. Horseman. Ach, Horseman. Es soll wohl ein H sein, also. Macht ja auch keinen Sinn, wenn es zweistellig wäre.
A, B, C, D, E, F, G, H. Also ist das die 8. Okay. Tango. Tango. Aber Tango ist doch schon wieder so weit hinten. Tango. A, B, C, D, E. Das passt doch gar nicht. Fingers. Crowd. Horsemen. Horsemen. Tango. Fingers. Okay, ich vermute mal, wir versuchen es mal mit 4253. Gucken, ob das funktioniert. 4253. Jo, hat funktioniert. Super. So. Jetzt müssen wir gucken. Oh Gott. Wo geht's denn hier jetzt weiter? So eine Art Kamin. Oh, hier ist ja. Es war bestimmt hier wieder irgendwie so eine Art Irrenanstalt oder so. So Experimente mit Kindern gemacht haben oder so. Oh! Puppe hat mich hier eingesperrt. Tür jetzt wieder auf? Ne. Okay, wenn die Tür nicht aufgeht, müssen wir eine andere Lösung finden. Okay, abgespielt haben wir es schon. Lässt sich nicht öffnen. Das Bett ist grün, können wir uns verstecken. Wir verlassen das aber mal. Vielleicht unter dem. Oh, unter dem Bett irgendwie noch was, wo wir was sehen können. Ne. Na, jetzt ja irgendwie rauskommen, ne? Tja, Freunde, das ist ja wieder rätselhaft hier. Wir spielen uns hier echt den Wolf, ne? To do what I must.
das Bett irgendwie schieben hier? Nee. Lass mich raus. Ist auch nichts. Gucken wir mal, ob wir noch was anderes finden. Meistens ja irgendwelche Kleinigkeiten hier, die man so übersieht. Abspielen. Ist auch nichts. Irgendwo ein Steinlocker oder so, wo ein Schlüssel versteckt ist. Nee. Und versucht hier irgendwie alles, ne? Aber er kommt trotzdem hier nicht raus. Seltsam. Okay, wir versuchen es nochmal unter dem Bett. Ach, hier geht's auch lang. Oh, haben wir Glück gehabt. Wir sind doch nochmal rausgekommen. Das war ja ein Krampf, ey. Ich dachte, wir kommen da gar nicht mehr raus. I don't know. Everything. No need. Listen, I'm bored in another 15. Stay safe. Or leave. We can finish this thing together. I can't. You can't? Or you won't? No, I mean, I physically can't. The house won't let me. I'll be there as soon as I can. He doesn't need you. You've pushed him away. Excuse me? She doesn't even know yet. Oh. Jetzt können wir rein hier. In die gute Puppenstube. Cool, wir haben die zweite Puppe gefunden, ne? Wenn ich das eben richtig gesehen habe, ist hier sonst noch was? Oh, die Tür geht jetzt auch auf. Ja, super. Da sind wir jetzt mitten im Haus in so einer Art Luftschacht oder was soll das sein? Heftig, heftig. Mann, 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 hier muss man echt viel denken. So, schauen wir mal. Wo es jetzt weitergeht. Oder geht's nach unten? Freundliche Augen-App. Connecting to a live community user. Hi again. Let's see, pictures coming through now. Oh God, oh, okay, the app tutorial video doesn't exactly prep you for this sort of thing, but
Ist das eine Leiter oder was ist das? If you need me to call the police or even an ambulance, let me know ASAP and I will get you help. In the meantime, there's something blocking the drain by your feet. Wir können auch momentan gar nichts machen. Ich vermute mal, wenn das dann vorbei ist, können wir uns wieder bewegen. Oh, was haben wir denn? Sally, I tried to warn you. Please, try to hold still. Get that fucking thing away from me. I can stop the bleeding. Aus wie so ein Hut. No. Ein Feuerwehrhut, oder? Ach, wie so eine Art Stöpsel. Jetzt geht das Wasser raus, ne, super. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier komplett raus. Aber langsam die Schnauze voll hier unten im Keller. Ich überlege, sie ist da reingegangen, freiwillig in das Haus, um das alles zu erforschen. Und was sie jetzt hier durchmachen musste. So, wir sind wieder da. Ja, wahrscheinlich hier lang, ne? Hier durch. Ah, alles klar, das ist die Tür, die wir vorhin auch schon gesehen haben. Ja, hier konnten wir da irgendwas machen, ne? Tür ist verschlossen. Hier sind die ganzen Schienen noch. Okay, hier muss aber irgendwas sein. Wir haben ja nicht nur... So nicht nur, dass wir hier wegen der Tür gucken, ne? Ah, hier geht's auch noch weiter. Wollte gerade sagen, das wäre ja was. Wir sind da unten. Und es würde nichts weitergehen. So, die Tür ist zu. Ist auch geil. Ach, lass mal laufen. Ah, ein bisschen Musik ist auch schön. Unheimlich, unheimlich das Haus. Wie viele Geräte da sind. Er sagt, Äpfel gibt's nicht zu essen, die sind giftig. Ah. So, hier lang, ne?
Da hinten ist die Tür, wo wir lang müssen. Quasi hier. Tja. Wir müssen auf jeden Fall einen Apfel finden, wahrscheinlich im letzten Kapitel. Das ist eine Flasche. Ach, da ist so ein Apfel drauf, oder? Ah, da hinten. Okay, warten wir mal, bis die Sprachnachricht vorbei ist. Vielleicht können wir dann abhauen. Durch die Tür. Yo, hat funktioniert. Gottes Willen. So unheimlich hier an den ganzen Puppen vorbei. Oh, wer ist da denn gestorben? Heftig. I tried to fix things and only made them worse. They are coming. Das ist quasi der Apfel. Ja. Sehr schön. Richard burned, Felicia hung, Betty drowned and Heinrich was stoned to death. I don't like any of the ways these could connect. My husband is a righteous man, but I am afraid his love of God may perhaps lead to the destruction of an innocent. Oh, wir sind wieder am Baum. Ah, da hängt eine Puppe. Okay. Nehmen wir die mal. I watched as a crowd of children mobbed her. They squealed as she made the small wooden doll jump and dance, working the strings faster than their eyes could see. 'Twas as though she'd breathed life into the thing. He was speaking about Susanna again, talking of fire. Then he spoke of how fine her land appears. Oha. Deep breaths, Cassie. You're here for a reason. Oh God, that smell. And the wood's all rotted. Oh, das haben wir geschafft. Kapitel 4, die Axt. Shake it off, Cassie. Ja, dann würde ich sagen, danke für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal.